Liebe Freunde, willkommen zurück zu Unity of Command 2 und immer noch die erste Mission war die Akarit. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt in diesem Video fertig werden. Das Problem ist, ihr seht es ja schon selber, ich weiß nicht, wie es euch geht oder anderen. Ich habe das jetzt das zweite Mal probiert, bin ein bisschen hier weitergekommen, aber ich habe quasi nur noch eine Runde Zeit, um die beiden Missionen Sfax und Enfidavil einzunehmen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme. Also Sfax wahrscheinlich schon. Werden wir gleich testen, wie weit wir kommen. Aber tja, ich bin echt nicht sicher, wie das lösbar sein soll. Sehr, sehr schwierig. Vielleicht kommt ihr da ja weiter, habt ein paar Tipps für mich. Wie gesagt, ich habe es das zweite Mal versucht und ja schon die ganze letzte Woche mal ausgetestet. Also auf dem Classic-Schwierigkeitsgrad kann ich sagen, schwierig. Gut, nichtsdestotrotz machen wir aber weiter. Wir haben im letzten Mal ja hier wieder Kasserin erfolgreich sichern können durch diesen Nachschub-Hub. Wenn ich hier raufklicke, dann sehen wir das. Wir haben also diese Bahnschienen wieder. Das Problem ist nur, dass wir hier oben auch nicht weiterkommen. Und das hätte eigentlich das Ziel sein müssen. Wir sind hier eine ganze Ecke weiter. Da werde ich gleich mal gucken, dass wir hier hinten irgendwo rumkommen. Einfach, ich werde diese Nebenstraße nutzen. Man sieht das ja hier. Das ist eigentlich, glaube ich, eine kleine Straße oder so soll das sein. Ob ich mich da schneller bewegen kann, weiß ich nicht. Und, naja. Ich hoffe, dass ich mit diesen beiden Infanterieeinheiten jetzt Sfax einnehmen kann. Wir sind hier natürlich... Ich muss mal gucken, wo sind denn hier noch Deutsche? Nirgendwo. Hier sind keine Deutschen mehr. Das heißt, es ist also absolut in Ordnung. Und ich könnte wirklich weiter vorrücken. Bevor ich das aber tue. So, okay. Also Deutsche sind auf jeden Fall nicht mehr da. Wir können jetzt weitergehen. Was ich aber machen will, ist auf jeden Fall gucken. Die Nachschubversorgung. Also, eventuell müssen wir ein neues Hub aufmachen. Ich muss mal gucken, ob das möglich ist. Wir könnten hier... Ich muss mal gucken, wie die Versorgung hier ist. Die ist okay. Hier oben, die ist auch schon ziemlich weit. Das hier unten wäre ideal. Jetzt muss ich gucken, dass ich ein neues aufmache. Kann ich gar nicht. Kann ich nicht, weil ich keine LKWs habe. Habe ich noch Karten? Nee. Das ist ja doof. Ich löse die aber mal ein, dann habe ich wieder 4 diese Runde und 4 insgesamt. Das ist ja doof. Kann ich das reduzieren? Das bringt nichts zu reduzieren. Hatte ich nicht hier ein neues Hub aufgemacht? Jetzt muss ich echt mal gucken, ob ich hier noch irgendwas reduzieren kann. Ich versuch's mal. Das reduzieren. Ja, sollte passen. Weil die hier unten ja alle gespeist werden von unserem britischen Hauptquartier. Ich kann nichts aufmachen. Warte mal kurz. Da muss ich mal gucken. Ob ich noch eins zurücknehme. Vielleicht brauche ich 2. Ach, im nächsten Turn. Ah, okay. Ich habe den Turn noch nicht vollendet. Nein, bin ich doof. Ich habe aus Versehen mit rechts, mit links geklickt. Das dürft ihr nicht machen. Das ist ein bisschen verwirrend manchmal. Okay, also können wir hier reingehen. Ich mache erstmal noch eine Aufklärungsflugeinheit. Ei. Also. Eine deutsche Panzereinheit. Eine deutsche Infanterieeinheit direkt in der Stadt. Jetzt muss ich überlegen, was wir tun. Ich gehe erstmal ran. Hab die aufgedeckt und die können wir wahrscheinlich vernichten. Ja. So, weiter kann ich auch nicht mit dieser Einheit zumindest. Diese können wir nicht mehr gebrauchen. Gut, von mir aus stelle ich die auf die Straße. Auch okay. Hat kein Supply, passt aber. Was ich machen will, ist in der nächsten Runde zumindest dann hier oder auf dieser Bahnschienenkreuzung ein neues Supply Hub aufbauen. Das sollte passen. So, wir nehmen sofort mit dem Panzer Sfax ein. Und dann habe ich immer noch einen Schuss übrig, den ich machen kann. So, ihr seht schon, Sfax eingenommen, 25 Prestigepunkte plus. Ich muss auch schauen, ob wir da echt noch weiterkommen. 1 und 1. Jetzt kann ich das hier nicht richtig sehen. Die haben einen suppressed.
Der ist quasi inaktiv und ein, der aktiv ist, aber beide müssen Schaden nehmen. Hat aber keinen Nachschub, das ist interessant. Nee, ist genau ein Hexfeld außerhalb des Nachschubs, dieser Deutsche hier. Ja gut, dann machen wir den so platt. Das passt. Ich versuche so weit wie möglich vorzurücken. Gucken wir doch mal hier. Weiter können wir nicht. Wir sichern das hier ab. Vielleicht komme ich ja hier hoch. Oh. Noch eine deutsche Einheit, aber die dürfte gleich weg sein. Jetzt sieht man das auch. Die sind alle suppressed. Und selbst die nehmen aber noch Schaden. Die existieren also noch. So. Die sind also weg. Gefangene waren, glaube ich, hier drin. Die holen wir uns gleich. 1:1. Da müssen wir doch aufpassen. So ganz so einfach wird es nicht. Ich schicke diesen Panzer mit vor. Und ich gehe davon aus, dass sie jetzt vernichtet werden. Zurückgedrängt. Wir können aber noch mit dieser Einheit die Gefangenen nehmen. Sind hier eine Einheit? Ja, okay. So, jetzt muss ich wirklich versuchen, hier durchzukommen. Irgendwo hier weiterzukommen. Ich muss es einfach hier jetzt wagen. Und ohne Rücksicht auf Verluste bis hier fliehen. Tatsächlich geht's auch. Wie war der denn noch? 5+2. Also der könnte noch weiter, aber er kann leider nicht mehr wegrücken. Das heißt, ich kann ihn nicht verschieben. Kann hier nirgendwo mit angreifen. Nee, schade. Das ist doof. Ich könnte natürlich bis hier und die Stadt blockieren. Das mache ich auch. So, damit die Einheit hier nicht durchrusht. Die werden wir komplett mitnehmen. Hier sind, wie gesagt, unsere Rückzugseinheiten. Direkt durch die Wälder alles am besten. Die auch. Diese auch nochmal. Und die beiden möchte ich gerne mit hochziehen. Hier sind doch noch Deutsche drin. Wieso habe ich das noch nicht gesehen? Sehr interessant. Die stehen hier also noch drin. Und die kriegen wir so nicht raus. Doch. Gefangene. Okay. So, ich bin gespannt, was passiert. Wir haben einen Bomber. Aber das muss eigentlich fast gar nicht sein. Angreifen kann er noch bewegen? Nicht. Keiner kann sich immer bewegen. Außer natürlich die hier an der Front, aber das bringt uns nichts. Ja. Also wir können hier nicht weitermachen. Das ist ganz, ganz kurios eigentlich. Ich werde aber trotzdem hier dieses Suppressor Fire, damit wir die unterdrücken können. Darauf habe ich vorher gar nicht so doll geachtet, aber ihr seht ja, das funktioniert wirklich. Machen wir hier mal einen Bomber und versuchen hier irgendwo reinzukommen. So, die sind jetzt unterdrückt. Ich weiß auch nicht, ob die da jetzt noch Interesse haben, zurückzugehen oder nicht. So, machen wir doch mal. Und wir sind einmal gegangen, können deswegen hier nicht mehr Unterdrückungsfeuer mit der Artillerie machen. Jetzt ist sie weg. Ah, geschafft. Also wir kommen ein bisschen weiter zumindest. Wir kommen etwas weiter. Ich versuche es jetzt einfach hier irgendwie durchzurushen. So, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen kränklich. Aber ich hoffe, es geht. Wir können, das ist eine starke Einheit. Und ich werde es versuchen, hier durchzugehen, über die Berge. Aber was willst du jetzt hier genau machen, ne? Karten habe ich wirklich kaum noch. Nützliche. Jetzt werden wir... Können ja nichts mehr machen. Nee, absoluter Selbstmord eigentlich wäre das hier. Wir können aber noch hier was machen. Doch, 3 Unterdrückungspunkte haben wir dort generiert, sage ich mal. Out of supply. Das wird natürlich auch schwierig.
Müssen wir uns die angucken und die sind aber eigentlich hier drin. Warum ist die out of supply? Vielleicht muss ich da mehr hingeben. Die hier, die sind aber jetzt eigentlich drin. So, die sind abgeschnitten, das ist gut. Man sieht das ja hier. Da, die Versorgung ist hier unterbrochen, weil ich diese Bahnlinie eingenommen habe und hier ist alles rot gepunktet. Also die werden sich wahrscheinlich bald selber auflösen, beziehungsweise brauchen nur noch einen Schuss in der nächsten Runde. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, es kann vorbei sein. Es kann wohl vorbei sein in der nächsten Runde. Es würde auch schwierig werden, in der nächsten Runde bis hier hoch zu kommen. Weil hier, ich kann es ja mal gucken, was hier für Einheiten sind. So, wir haben hier das Hauptquartier. Dieses große Hauptquartier. Von dem General Messe oder Oberbefehlshaber. Und hier ist von Armin. Ja, und wir haben in Sousse selbst noch eine Infanterieeinheit der Deutschen. Also auch da wird es sehr schwierig, das hier Enfiteville einzunehmen. Aber versuchen wir es mal. Ich gucke mal, ob wir jetzt weitermachen können ohne Fehlermeldung. Ich könnte mal gucken, hier haben wir schon aufgedeckt, was hier oben noch ist. Ja, und selbst in Enfiteville ist auch noch, also die müssen so dicht sein, ist auch noch eine Panzereinheit. Die werden auch noch verteidigt. Schwierig. Ich mach mal weiter. Wir werden jetzt sehen, was passiert. Rückzug, Rückzug. Ja. Dehne nochmal die Frontlinie aus, die Deutsche. Aha, interessant. Ja, der Generalstab von Armin zieht sich zurück, dieses Hauptquartier. Kramer ist auch schon im Norden geflüchtet und Messe, die haben jetzt alles nach oben verlegt. Das ist das italienische Hauptquartier. Jetzt ist natürlich interessant. Hier ist das blockiert. Vielleicht können wir einfach vorstoßen. Weiter kommen wir hier nicht. Ich nehme diese Einheit einfach und stoße weiter vor. Die jetzt genauso. Egal was passiert. Wir gehen jetzt hier zumindest voran. Hier 3011. Das wäre interessant. Ich mache aber erstmal. Die sind relativ uninteressant für mich eigentlich. Ich will nur gucken, dass ich sofort Sousse einnehme. Da ist noch eine Einheit. Ich glaube, ich könnte kämpfen. Und mich noch bewegen. Ich glaube, es geht. Genau, weil die sind raus und ich komme noch rein. Genau, Sousse ist eingenommen. Die Frage ist jetzt, ob wir trotzdem noch das Hauptquartier hier, ob man es erobern kann, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und hier könnte sein, dass noch eine Einheit hier zwischen ist irgendwo. Genau, da ist sie. Die sind weg. Und wir nehmen die Gefangenen, wenn hier noch welche sind, aber sind keine mehr. Einfach mit. So, dieser Panzer ist so schwach, den lassen wir hier. Und diese vierte indische Infanteriedivision lasse ich auch hier. Die schicke ich mir nach Norden, direkt über die Bahnlinie. Ich will versuchen, so weit wie möglich irgendwie dorthin zu kommen. Diese Panzer hier sind natürlich nervig. Nervig, nervig. Die lasse ich als Blockade von mir aus, gerne. Achso, jetzt genau, das wollte ich ja machen, unbedingt. Neues Transport-Hub bauen. So, und das kann ich entlang der Schiene bauen. Und würde das tatsächlich auch. Hier kann ich es nicht mit reinsetzen. Hierhin. Oder hierhin bauen. Ne, hierhin. So. Genau. Und jetzt breiten wir das hier oben schön aus. Bestätigen das. Weiter können wir eh nicht machen. Mehr LKWs haben wir nicht. Zack. Neues Lager als Hub. So. Natürlich sind die Deutschen hier blockiert, was interessant ist, weil die kommen nicht vorbei, selbst wenn sie es wollten. Könnte natürlich hier angreifen. Die sind eigentlich. Können sie dann überhaupt noch angreifen? Ich stelle sie mal. Ne, ich stelle den mal dazwischen. 5 hat der. Auch 5. Oh. Das wird natürlich nichts. Sehr interessant.
Der Bomber. Also ich will ungern den Bomber nehmen für diesen einen Wagen. Der ist ja eh isoliert. Ich würde sagen, genauso lassen wir ihn auch. Von mir aus kann er hier verrotten. Ja, der wird ohne Nachschub nämlich nicht weit kommen. Einmal greifen wir an. So, und auch diese lassen wir hier stehen. So, die schicke ich dahin. Die können tatsächlich nochmal angreifen. Nee, ich habe keine Punkte mehr. Aber hier ist noch so ein kleines Zeichen drauf. Nee, blockiert. Gut, dann blockieren wir das auf diese Weise. Nämlich hier. Ach, der Panzer kann da hier gar nicht durch. Hier ist ja dieses Ausgetrocknete. Das ist ja interessant, das ist gut. Dann bleiben wir hier stehen. So. Ja, wir hatten noch Bewegung, aber es ist vorbei. Also wir sind nur bis hier oben gekommen. Hier komme ich nicht weiter, da auch nicht. Hier können wir nochmal, genau. Hier können wir es versuchen. 3-0 bringt uns nichts. Wir können auch wirklich hier mit dem Panzer versuchen anzugreifen. Ja, das können wir auch machen. Dann können wir hier unten diese Flankierung vielleicht sogar noch verstärken. Das tun wir auch. Gefangene genommen sogar noch. Sehr schön. So. 3-0 bringt nichts, aber das hier. 2 unterdrückt. Die haben sich sogar zurückgezogen. Das ist ja interessant. Sehr interessant. Da können wir hier tatsächlich wirklich vorrücken. Und auch die angreifen. Ja. Sehr schön. Besser als gedacht, aber ich würde jetzt vermuten, im schlimmsten Fall ist diese Mission gescheitert und wir kommen nicht weiter. Weiß ich nicht genau. Wir haben zumindest Sfax. Entweder will, nicht. Oh Gott. Freunde, machen wir weiter. Okay, das ist ein guter Hinweis. Wir können den Bomber diese Runde eh noch nehmen. Also von daher würde ich ihn zum Durchbrechen versuchen. Hier stehen eh auch noch Infanterieeinheiten. Also nehmen wir noch das, was uns blockieren könnte. Das ist das, der Panzer. Ich nehme mal die Einheit. Dann ist es weg. Was weg ist, ist weg. Zumindest ist sie unterdrückt jetzt. Und jetzt können wir weitermachen. Tja, ich bin gespannt. Aber ich muss davon ausgehen, dass jetzt verloren ist. Zweimal angreifen kann der. Eieiei. Das ist ja stark gehalten, würde ich sagen. Die ziehen viel zurück auch. Wir stärken ihre Infanterieeinheiten wieder. Ziehen die Hauptquartiere zurück. Ja. Freunde, das ist es nämlich. Ich habe es echt noch nicht geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Nein. Ja, ich muss das wirklich nochmal machen. So, das war, liebe Freunde, das war das Angespiel von Unity of Command 2. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Wahnsinn. Also ich habe es jetzt das zweite Mal gespielt. Seid mir nicht böse. Ich glaube, ich habe ganz gut überlegt, die Karten genutzt. Es waren ja keine wahnsinnig dollen Karten. Nachschub versucht zu nutzen. Ich weiß nicht. Also ich muss wahrscheinlich eine ganz andere Taktik wählen und im Nordosten irgendwie die Routen abschneiden und das versuchen wirklich durchzubrechen, was ich erst zum Ende gemacht hatte. Das war ein großes Problem, glaube ich, weil ich die unten die große Armee vor mir hergeschoben habe. Ja, nichtsdestotrotz wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Unity of Command 2. Alle anderen Folgen gibt's natürlich zur großen angespielten Serie hier auf diesem Kanal. Auch jetzt, wenn ihr gerade dran bleibt, seht ihr das am Ende des Videos und natürlich in der Videobeschreibung. Unity of Command könnt ihr auf Steam erwerben. Tut das bitte. Damit tut ihr den tollen Entwicklern einen guten Gefallen und ihr habt, denke ich, eine Menge Spaß. Also, dann bis zum nächsten Projekt. Macht's gut und ciao.